Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch über eine ganz wichtige Thematik sprechen. Angestoßen ein bisschen von einem Jenseitskontakt, den ich heute hatte, weil ich da wieder gesehen habe, wie wichtig diese Frage ist oder diese Thematik ist. Die Frage wurde eigentlich schon beantwortet, bevor sie gestellt worden ist, denn es ging darum, dass die Vorausgegangene ihrer liebsten Hinterbliebenen erzählt hat, dass alles in Ordnung war, so wie sie es gemacht hat. Dass es richtig war, so wie sie es getan hat. Dass da nichts mehr zu machen war. Und da war ja klar, es ging um Maschinen. Sie musste die Entscheidung treffen, Maschinen werden abgestellt oder nicht abgestellt. Und das ist eine wichtige Thematik, über die ich heute mal sprechen will. Hallo, mein Name ist Cynthia Detzler. Ich bin ein Jenseitskontaktmedium, Speaker und medialer Coach. Für die Dame, die hier bei mir war, das war die Schwester, die vorausgegangen ist, war das sehr wichtig, diese Aussage zu erhalten, ohne dass sie danach gefragt hat, weil sie sich sehr stark, ja, mit dieser Frage beschäftigt hat. Hätte ich da was anders machen sollen? Und da möchte ich heute drüber sprechen. Ihr könnt in diesem Moment nichts falsch machen. Ich möchte aber ganz klar sagen an alle Lebendigen, naja, sage ich mal, alle, die auf dem Irdischen sind, lebendig sind wir ja alle, wir alle sind Seelenwesen und auch wenn unsere Körperlichkeit vergeht, sind wir immer noch lebendig. Also alle, die noch in der irdischen Inkarnation sind. Geht hin, setzt Schriftstücke auf, lasst es notariell beglaubigen, wie ihr es möchtet. Das heißt, möchtet ihr an lebenserhaltenden Maschinen bleiben? Sollte das abgestellt werden? Wie möchtet ihr, ja, eure Beerdigung haben? Sollt ihr verbrannt werden? Möchtet ihr erdbestattet werden? Bitte klärt das vorher, weil wir wissen alle nicht, ob es morgen nicht schon vorbei ist. Und es spielt keine Rolle, ob wir 5 sind, 10 sind, 20, 30, 40, 50. Wir wissen alle nicht, wann der Tag ist, an dem wir nach Hause gehen. Für unsere Hinterbliebenen, für die, die zurückbleiben, ist das eine enorme Hilfe, wenn ihr so ein Schriftstück aufsetzt, so dass sie diese Entscheidungen nicht selbst tragen müssen, weil ich habe gesehen, dass diese junge Frau sich schwer daran getragen hat. Hat sie das richtig gemacht? Im Jenseitskontakt hat sie das beantwortet bekommen. Aber nicht jeder macht einen Jenseitskontakt und kriegt vielleicht da die Antwort auf die Frage. Viele tragen sich vielleicht ein ganzes Leben lang mit diesem Gedanken, oh Gott, hätte ich noch warten sollen, hätte ich das vielleicht nicht tun sollen. Also macht das vorher fest, auch in jungen Jahren. Dann habt ihr es erledigt, dann ist es gut. Und dann habt ihr auch, ja, dann haben die Hinterbliebenen auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, so und so wollte das jemand. Ich weiß, man will sich mit dem Tod nicht auseinandersetzen, gerade wenn man jung ist. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man das tut. Und vor allen Dingen heute ist es auch so, es ist wichtig, dass so ein Schriftstück da ist, weil es kann sogar sein, selbst wenn man verheiratet ist und das ist die Frau, der Mann, der da liegt, man darf vielleicht nichts entscheiden, weil keine Patientenverfügung da ist und man kriegt einen Vormund hingesetzt, der das macht. Und man kann selbst gar nichts entscheiden. Alles schon erlebt, alles schon gehört in meinen Kontakten, alles schon gehört. Also macht das ganz fest, damit da alles in trockenen Tüchern ist. Viele Vorausgegangene haben mir davon erzählt, es war genau richtig die Sache, die gemacht worden ist, dass die Maschinen abgestellt worden sind, auch wenn vielleicht vorher nichts festgemacht worden ist. Und sie geben auch oftmals, so haben sie mir erzählt, den Hinterbliebenen diesen Impuls. Dennoch tragen sich die Hinterbliebenen schwer mit dieser Entscheidung. Und das kann ich mir auch vorstellen, weil man hofft ja immer noch. Hat man dann vielleicht zu, ja, schnell gehandelt? Hätte da vielleicht noch etwas gebracht. Aber mir haben die Vorausgegangenen auch erzählt, in dem Moment, wo es wirklich so ist, dass der Hirntod auch da ist oder festgestellt ist und man nur noch an lebenserhaltenden Maschinen steckt oder angeschlossen ist, die eigentlich die Körperfunktionen nur noch aufrechterhalten, dann sind die vorausgegangen schon viel mehr auf der anderen Seite. Dann ist die Seele schon gelöst vom Körper. Die kommt, die bleibt zwar beim Körper, aber die ist schon gelöst, weil die Körperlichkeit einfach nur noch durch den Zustand der Medizin, also den Fortschritt der Medizin, aufrechterhalten wird. Da ist kein Leben mehr in dem Sinn in dem Körper, sondern das wird nur noch anhand von Maschinen gemacht. Und so sind sie schon eigentlich mehr im geistigen Reich, bleiben aber immer mit dabei und sind an der Seite ihrer Liebsten. Ihr seid da nicht alleine, ja? Und sie bekommen auch alles noch mit, weil die Seele auch noch alles mitbekommt. Aber da werde ich noch mal ein extra Video drüber machen, vielleicht sogar gleich hier, hinter diesem, was ich hier mache. Also, es ist wichtig, dass ihr hingeht,
etwas festhaltet, wie ihr gehen wollt. Lebenserhaltende Maschinen, verlängernde lebenserhaltende Maßnahmen, Verlängerungen und so weiter und so fort, weil das wichtig ist. Wenn ihr in der Situation wart, dass ihr Maschinen abstellen habt müssen, dann habt ihr es richtig getan. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Eure Liebsten werden euch auch dabei unterstützt haben, dass ihr das getan habt. Weil das ist kein Leben mehr, nur an lebenserhaltenden Maschinen. Das hat nichts mit Lebendigkeit in dem Sinn zu tun. Und doch die Seele ist auch da schon ein bisschen gespalten vom Körper, weil sie nicht mehr in diesem Körper verbleiben muss, weil einfach der Tod eigentlich schon da wäre oder da ist. Viele sind ja, sage ich mal, am Unfallort, sagen sie mir, verstorben. Und durch die Reanimation auch und durch die lebenserhaltenden Maschinen ist der Körper aufrechterhalten worden. Aber nicht, dass das ein Leben noch ist, wo die Seele mit dabei ist. Die Seele ist zwar sehr wohl am Körper, aber nicht mehr im Körper. Sie ist beim Körper, aber nicht mehr im Körper, weil eigentlich der Tod schon lange eingetreten ist und nur noch durch den Stand der Technik aufrechterhalten wird. Das hat nichts mit Leben zu tun. Das ist nur ein aufrechtes Erhalten von lebenserhaltenden Dingen wie Atmung. Das Herz pumpt, ja, wird dabei geholfen, dass das Herz noch das Blut pumpen kann durch Maschinen. Das hat nichts mehr mit Lebendigkeit zu tun. Also, ihr Lieben, ist schwieriges Thema, aber ein wichtiges Thema. Vielleicht hat es ein bisschen geholfen, auch euch, die schon solche Situationen durchlebt haben. Eure Liebsten sind an eurer Seite und sie haben euch geholfen bei diesen Entscheidungen, damit ihr sie treffen könnt. Aber den Lebendigen oder beziehungsweise den Irdischen sage ich, macht das vorher, dann haben eure Liebsten hinterblieben damit keine Probleme. Ich danke euch, war ein wichtiges Thema, finde ich, angestoßen durch den Jenseitskontakt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, ein Abo da. Ihr findet mich auf TikTok, ihr findet mich auf Instagram, ihr findet mich auf YouTube, ihr findet mich auf Facebook. Dort erzähle ich ganz viel kostenlos über die geistige Welt, um euch an meinem Wissen teilhaben zu lassen. Ich danke euch. Herzlichst, eure Cynthia. Tschüss.